Wir starten mit dem ersten Vortrag. Ich freue mich sehr, dass Andreas Kötzing hier ist. Andreas Kötzing spricht über den Spionagefilm. Er hat dazu geforscht, forscht weiter dazu. Ich möchte Andreas Kötzing vorstellen. Er arbeitet seit 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Außerdem unterrichtet er an der Universität in Leipzig. Er hat viele Bücher veröffentlicht als Autor und Herausgeber, unter anderem über die Filmfestivals von Leipzig und Oberhausen im Kalten Krieg, außerdem zum 11. Plenum des ZK der SED zusammen mit Ralf Schenk und über die Darstellung der Stadtsicherheit in Film und Fernsehen. Bitte begrüßen Sie mit mir Andreas Kötzing auf der Bühne. Vielen Dank, Linda, für die Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und über die Spionage- und Agentenfilme der DEFA zu sprechen. Ich habe im Vorfeld ein bisschen überlegt, wie ich meinen Vortrag aufbaue, weil wir haben ja die schöne Situation, dass diesmal tatsächlich der Konferenzband schon vorliegt, wenn die Konferenz erst stattfindet. Aber ich fand es ein bisschen langweilig, meinen eigenen Beitrag einfach nur vom Papier zu präsentieren und habe mir stattdessen überlegt, weil das kann man ja alles in schriftlicher Form nachlesen. Ich habe stattdessen überlegt, tatsächlich anhand von Ausschnitten ein bisschen einen schlaglichtartigen Einblick zu präsentieren in das, was die DEFA im Rahmen dieses Genres versucht hat. In der Zeit, in der man versucht hat, Agenten-Spionagefilme zu drehen, wobei man da tatsächlich gleich zum Anfang sagen muss, dass dieses Genre nie ganz klare Grenzen hatte bei der DEFA. Die Grenzen waren fließend, vor allem zum Kriminalfilm, wo tatsächlich auch die ersten Spione und Agenten schon relativ frühzeitig aufgetaucht sind. Bei Razzia zum Beispiel, ein sehr, sehr erfolgreicher früher Kriminalfilm der DEFA, der über 8 Millionen Zuschauer hatte, tauchen zum ersten Mal tatsächlich Spione, Schmuggler auf. Die sind von Anfang an sehr negativ konnotierte Figuren. Und das bleiben sie auch eine gewisse Zeit lang im Rahmen dieser Kriminalfilme in den 50er Jahren. Bei der DEFA, wo relativ früh schon eine, ja, nah an den politischen Konstellationen des Kalten Krieges erfolgende Festschreibung von Rollenbildern erfolgt, aus denen die DEFA in der damaligen Zeit auch relativ schwierig ausbrechen konnte. Man erlebt es vor allem daran, dass das Böse, die Gefahr immer aus dem Westen kommt, herüberschwappt in die DDR, die dort sozusagen versuchen, die Spione und Agenten den Aufbau des Sozialismus zu stören, in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Facetten auftreten und dabei tatsächlich bestimmte Feindbilder schon festgeschrieben werden im Rahmen dieses Genres, die dann im Verlauf der Zeit nur peu à peu sehr langsam, sehr vorsichtig wieder aufgebrochen werden konnten. Die DEFA stand dabei vor dem Problem, wir haben das am Anfang auch schon gehört, wie bei vielen Genres, dass es eine große Publikumsnachfrage nach Genrefilmen gab, dass diese zum Teil auch sehr erfolgreich im Westen waren und dass man aber aufgrund der eigenen politisch-ideologischen Richtlinie innerhalb der Studioproduktion natürlich versuchen musste, eigene Schwerpunkte innerhalb der Genreproduktion zu setzen. Und gerade bei einem politisch so immens aufgeladenen Genre wie dem Spionage- und Agentenfilm liegt es natürlich sehr nahe, dass wir es hier mit einer Genreproduktion zu tun hatten, die sich sehr, sehr stark an westlichen Gegenbeispielen abgearbeitet hat oder versucht hat, Kontrapunkte gegenüber der westlichen Spionageproduktion im Kino zu setzen, weil man diese Filme natürlich in ihrer Ausrichtung so in den DDR-Kinos nicht zeigen konnte, zumindest dann nicht, wenn der Kommunismus dort als Feindbild dargestellt wurde. Gleichzeitig fällt auf in den 50er Jahren, dass während Razzia zum Beispiel noch so erfolgreich war, viele andere Kriminalfilme gar nicht so erfolgreich gewesen sind, wie man das anhand ihrer Beliebtheit vielleicht hätte erwarten können. Also da war das tatsächlich so, dass das Publikum auch sehr aufmerksam war und dass diese festgefahrenen Bilder, die dort gezeichnet worden sind von den guten, aufklärenden Volkskommissaren in der DDR und den bösen Feinden, die aus dem Westen kommen, dazu geführt hat, dass es dort auch schwarz-weiß-malerische Erzählungen gab in den Filmen, die beim Publikum dann tatsächlich auch nicht auf so große Resonanz gestoßen sind. Also wenn man sich das anschaut, ein Kriminalfilm, der ein so hohes Publikum wie Razzia erreicht hat, hat es danach in dieser Form nicht wieder gegeben. Und die Versuche, das über das Agenten- und Spionage-Genre wirkmächtiger zu machen, beim Publikum hatten eben gleichzeitig auch noch das Problem, dass es mit der Staatssicherheit einen wirkmächtigen Akteur im Hintergrund gab, der ein eigenes Interesse verfolgt hat, was diese Filmproduktion anging. Wir haben seit Mitte der
50er Jahre, setzt schon unmittelbar nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 ein, das Bedürfnis der Stasi am eigenen Image zu arbeiten. Die wissen um ihre schlechte Wahrnehmung in der Bevölkerung und sie versuchen über Filme positive Imagepflege zu betreiben. Am Anfang sind das Dokumentarfilme, Wochenschau-Sujets, auf die sich die Staatssicherheit konzentriert. Aber sie setzen eben danach auch verstärkt auf den Spielfilm und wir haben von 1957 bis etwa Mitte, Ende der 60er Jahre eine Produktion von rund ein Dutzend Spionagefilmen, in denen die Staatssicherheit sehr aktiv involviert gewesen ist, als eigener Akteur mit eigener Begutachtung der Drehbücher, mit eigener Einflussnahme auch auf bestimmte Darstellungsweisen, wie die Staatssicherheit sich selber gerne im Film dargestellt wissen wollte. Diesen Weg, den ich versucht habe, so ein bisschen nachzuzeichnen, der mündet dann tatsächlich 1957 im ersten richtigen Auftritt der Staatssicherheit in einem Film. Es gibt auch davor schon Figuren, bei denen nicht so ganz klar ist, sind das eigentlich Kriminalkommissare oder gehören die schon zur Staatssicherheit? Tatsächlich zum ersten Mal benannt werden sie in Spur in die Nacht von Günter Reisch 1957, wo ein junger Mann aus Berlin ins Zittauer Gebirge aufbricht, weil seine Freundin dort verschollen ist. Er findet sie nicht mehr, hat keinen Kontakt mehr zu ihr und begibt sich auf die Suche nach dem Mädchen und kommt dort im Zittauer Gebirge einer ominösen Schmugglerbande auf die Schliche. Und ganz am Ende des Films, und da zeige ich Ihnen gleich den ersten Ausschnitt, entpuppt sich einer dieser Schmuggler tatsächlich als Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und ich finde die Szene sehr interessant, weil da schon eine gewisse Typenbildung stattfindet, die danach für die weitere Darstellung von Agenten im DEFA-Kino tatsächlich eine ganz besondere Bedeutung hatte. Schauen wir uns den Ausschnitt mal an. Wo ist das Mädchen? Kommt gleich nach. Wie geht's dann weiter? Mit der Anlaufstelle. Erst einmal die Ausweise. Zeigen Sie mal. Kennen Sie uns nicht irgendwie? Nicht, dass ich wüsste. Ja, los, machen Sie schon. Umso schnell. Ich denke, wir können erst morgen da drüben anlaufen. Ja, der kam uns in die Quere. Ach, wenn ich heute Nachmittag keinen Bruch gemacht hätte, wären Sie fällig gewesen. Ach, halt's Maul. Der Ausweis stimmt nicht. Rössner. Ach so, Ihre. Moment mal. Was? Sie sind Rössner? Also entweder der Ausweis ist falsch, oder Sie sind es. Ich sollte mich wundern, wenn er echt wäre. Entschuldigen Sie, ich habe mich eben vergriffen. Ein Augenblick. Wo habe ich Sie bloß schon einmal gesehen? Wann waren Sie das letzte Mal in Berlin, Rösner? Wir sind alle am 12. abgefahren. Ach, am 12. So. Rösner ist aber bereits in der Nacht zum 11. verhaftet worden. Was? Aber wieso? Ist gar nicht möglich. Halt! Stehen bleiben! Nicht so laut, meine Herren. Die Polizei könnte uns hören. Was ist mit der Polizei los? Antworten Sie! Der Bahnhof ist bereits kontrolliert. Nimm Sie Hand aus der Tasche! Wo ist das Feuerzeug her? Von ihrem Freund Rösner. Was ist nur mit dem Mädchen? Ist sie verhaftet? Ich glaube, sie wollte zum Fuchsbau. So, jetzt nehmen Sie mal gefälligst die Hände hoch. Los! Durchsuchen! Umso formell. Sonst pflegen Sie doch gewöhnlich die Unbequemen vom Felsen zu kippen. Schnauze! Menschenskind. Staatssicherheitsdienst. Ach, jetzt erinnere ich mich. Der Genosse von damals ist mittlerweile zum Major avanciert. So sind wir uns doch schon einmal gegenübergestanden. Prag 39. Im Pankraz. Im Petschek-Palais. Im 400er Saal. Herr Sturmbannführer, Sie hatten damals Exekutionsvollmacht. Ja, ich hätte ihn schon damals losdrücken sollen. Ja. Damals wäre es noch gegangen. Keine Bange, mein Junge, das lässt sich auch jetzt noch nachholen. Die Rolle des Stasi-Agenten, der im Film gar keinen Namen hat, sondern nur als geheimnisvoller Fremder, als Mann in der Lederjacke auftaucht und sich hier auch für das Publikum übrigens erst ganz zum Schluss des Films tatsächlich als Mitarbeiter der Stadtsicherheit entpuppt.
Was ich daran spannend finde, ist, dass man hier schon dieses Motiv hat, das wir danach in sehr vielen Filmen haben werden, dass die Staatssicherheit sozusagen im Hintergrund die Fäden zieht, wie ein allmächtiger, scheinbar allmächtiger Geheimdienst über das Wohl der Republik wacht, über die Gefahren, die existieren für die Menschen in den Geschichten, die dort erzählt werden. Also das Motiv der Allwissenheit, das hier auftaucht. Gleichzeitig aber eben auch die Verknüpfung mit der Traditionslinie der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Ganz markant, dass er eben eine Vorgeschichte hat, die schon vor 1945 angesiedelt wird im antifaschistischen Widerstandskampf, während die Gegner von westlicher Seite mit Altnazis, mit ehemaligen NS-Funktionären in Verbindung gebracht werden. Auch das ein Motiv, das immer wieder auftaucht in den Filmen, auf das ich vielleicht später dann auch noch ein bisschen genauer eingehen werde. Und gleichzeitig eben auch sehr markant dieser Appell, der sich indirekt mit in den Film eingeschrieben hat, an das Publikum. Alleingänge lohnen sich nicht, wenn man Gefahr wittert und sich aufmacht im Kampf gegen Agenten oder Schurken, auf die man aufmerksam geworden ist. Der Ulrich Thein in diesem Film, der dort in Zittauer Gebirge macht, der schwebt in Lebensgefahr. Und wenn er nicht von der Staatssicherheit und den anderen aufmerksamen Sicherheitsorganen dort in der Grenzpolizei und den tschechischen Kollegen Unterstützung bekommen hätte, dann hätte er das alleine nie geschafft. Also er wäre den hoffnungslos unterlegen gewesen. Und auch diesen Appell, keine Alleingänge zu unternehmen, stattdessen die Sicherheitsorgane zu informieren und sie mit einzubinden, ist etwas, was wir in sehr vielen dieser Filme als Motiv wiederentdecken können. Die Kinobühne für die Stasi, ich hatte das schon erwähnt, die Vielzahl der Filme, die bis Ende der 60er Jahre dann entstehen, sie kannten sich alle, die Premiere fällt aus, Ware für Katalonien, Reserviert für den Tod, Four Eyes Only natürlich, Schwarzer Samt, den Ralf schon angesprochen hat, Verdacht auf einen Toten. Bei denen fällt tatsächlich auf, dass es viele Regisseure gab, die sich in dem Genre ausprobiert haben, ein paar Namen aber dann tatsächlich häufiger auftauchen, wie Richard Groschop zum Beispiel, über den wir im Verlauf der Tagung noch mehr hören werden. Klaus Löser spricht über ihn. Heinz Thiel, der mehrere dieser Filme inszeniert hat. Aber dann eben auch andere Regisseure, die tatsächlich eher in anderen Produktionen tätig waren und sich nur einmal in diesem Bereich ausprobiert haben. Als Zäsur würde ich dabei das Jahr 1961 ganz stark machen wollen, weil wir es eben tatsächlich über lange Zeit mit Filmen zu tun haben, die diese Gefahr aus dem Westen beschwören, die natürlich nur so lange sinnhaftig ist, wie es noch die offene Grenze gibt. Bis der Mauerbau noch nicht durchgesetzt worden ist und man diese Gefahr, die aus dem Westen droht, hinüberzuschwappen in die DDR, auch als Motiv in die Filme wieder einschreiben kann. Nach dem Mauerbau wird das deutlich schwieriger, weil wo sollen diese Gefahren dann eigentlich von westlicher Seite noch herkommen? Was dann im Übrigen dazu führt, dass sehr, sehr viele dieser Filme zeitlich rückwärts gewandt werden und wieder in der Zeit vor dem Mauerbau angesiedelt werden in ihrer zeitlichen Erzählhaltung. Wir haben dann tatsächlich den großen Kassenschlager, der DEFA gelungen ist, 1963 mit Four Eyes Only. Der einzige, der wirklich eingeschlagen hat beim Publikum, weil Janosch Weitschi, der Regisseur, sich tatsächlich getraut hat, sehr viel stärker auf Genre-Aspekte zu setzen, als das die Kriminal- und Agentenfilme vorher getan haben. Also wir haben die ganzen klassischen Motive, die wir aus den Spionagefilmen kennen, mit geheimen Auftreten, mit nachgemachten Schlüsseln, mit Verfolgungsjagden im Auto. Wir haben den schlagfertigen Agenten, der im Mittelpunkt steht. Und gleichzeitig macht das eben diesen Film so interessant, weil hier dieses Bild des Kundschafters etabliert wird als eine eigenständige Heldenfigur, die eben nicht nur so gestaltet ist wie westliche Agenten. Ja, der Bezug ist da auf James Bond, aber es fallen eben auch sehr, sehr markante Unterschiede auf in der Kundschafterfigur, denn der sollte nicht nur genauso schlagfertig auftreten, der sollte nicht nur genau so aktiv sein und genauso markant auftreten in seinem Empfinden. Hier haben wir die Gegenüberstellung tatsächlich mal direkt, wo man die unmittelbare ästhetische Nähe sehr, sehr genau nachvollziehen kann. Mit dem markanten Detail, dass Sean Connery eben die Zigarette im Mund hat. Alfred Müller hat nicht geraucht im Film, er trinkt keinen Alkohol, er hat keine exzessiven Bettgeschichten. Er ist ein sehr integrer, auch moralisch überlegener Agent. Und das eben zeichnet die Kundschafter aus, dass sie nicht nur schlagfertiger sind als ihre westlichen Pendants, sondern dass sie ihnen auch moralisch überlegen sind. Deswegen habe ich auch lange überlegt, welche Szene ich aus Four Eyes Only zeige. Man könnte jetzt natürlich viel aus diesem Spionagekontext zeigen, aber ich finde eigentlich viel interessanter, wie diese Figur tatsächlich auf einer persönlichen Ebene grundiert wird in dem Film. Und deswegen zeige ich Ihnen eine Szene aus dem Film, wo Alfred Müller, Hansen heißt er in dem Film, als sein Deckname Lorenz heißt er im Original, einmal nach Berlin kommt und dort von den Kollegen, seine Kollegen bei der Staatssicherheit trifft, die es ihm ermöglichen, seinen Sohn
zu sehen, den er schon seit über 2 Jahren nicht gesehen hat, weil er in Würzburg als Agent aktiv ist. Zigarette? Danke. Das Neueste vom MID. Haben Sie 2 Stunden Zeit, Genosse Lorenz? Vielleicht 3. Allerdings vor meinem Hotel. Wir bekommen laufend Nachricht, was die 2 da unternehmen. Schwimmhalle, Genosse Oberst? Ja. Zu Ihrem Jungen. Schön, dass Sie daran gedacht haben. Was habe ich gesagt? Sieger Manfred Lorenz, SC Dynamo Berlin. Zeit 1:10. Bist ein prächtiger Bursche geworden. 3 Jahre sind doch eine lange Zeit. Bravo, Junge. Bist ja geschwommen wie ein D-Zug. Gratuliere. Hat prima geklappt. Wilhelm Hartmann. Wenn ich mir vorstelle, was der von mir denkt. Er wird Sie vermutlich für den schlechtesten Menschen auf der Welt halten. Hör zu, Junge. Ich bin nur auf einen Sprung gekommen. Morgen verreise ich nach Westdeutschland. Lange? 1 Woche. Unter Umständen noch länger. Na, soll ich dir was mitbringen? Kannst du nicht mal zusehen, ob du den Schnorchel kriegst? So ein lang? Schnorchel? Wird gemacht. Also, Manfred. Wiedersehen. Wiedersehen, Onkel Willi. Oh, pardon. Na, Erwin, du, ich habe es furchtbar eilig. Sag mal, was ist das, ein Schnorchel? Die Veranstaltung ist beendet. Das Schwimmbecken wird zur allgemeinen Benutzung freigegeben. Hat er Schwierigkeiten? Wie? Beim letzten Zwischenzeugnis sind eine 3 in Mathematik. Was machst du denn für ein Gesicht? Nur sag schon. Du weißt, ich lasse dir keine Ruhe, bis du es mir gesagt hast. Der von vorhin. Er sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, so richtig weiterzumachen. Warum? Du bist doch gut. Ach, nicht deswegen. Er sagt, du trainierst und trainierst. Und wenn es darauf ankommt, im Westen zu starten, lassen dich sowieso nicht hin. Wegen Vater. Weil er republikpflichtig ist. Manfred, lass dir nicht solchen Unsinn erzählen. Du kannst doch nichts dafür, dass dein Vater noch im Westen ist. Wenn ich wenigstens mal mit ihm reden könnte. Szene, die man sich in dieser Form in einem James-Bond-Film sehr schlecht vorstellen kann. Der sorgenvolle Vater, der seinen Sohn zurücklassen musste, der tatsächlich hier als menschlicher Agent gezeichnet wird. Und das war ganz wichtig für die Entwicklung der Kundschaft der Figur, dass es eben nicht nur darum gehen sollte, diese markante Agententätigkeit im Ausland hervorzukehren, sondern gleichzeitig eben darauf zu bestehen, dass man es hier mit einer wesentlich moralisch integeren Persönlichkeit zu tun hatte, was hier eben gerahmt wird durch diese Szene, wie er es schafft, die Möglichkeit bekommt, von der Stadtsicherheit dort seinem Sohn beim Schwimmen zuzuschauen und gleichzeitig auch das Gefühl vermittelt wird, während du im Ausland für uns kämpfst und den Frieden verteidigst und den Angriff auf die DDR verhinderst, kümmert sich die Staatsmacht sorgenvoll um das Leben seines Sohnes. Und der Film endet dann eben auch tatsächlich damit, dass er zurückkommt und die beiden am Ende dann eine gemeinsame Aussprache haben werden.
da liegt es natürlich nah. Und ich glaube, das ist eine Frage, über die wir auch im Rahmen der Konferenz sicherlich noch mal intensiver werden sprechen oder nachher diskutieren können, wie nah oder wie wirkmächtig es war, im Rahmen des Genre-Kinos auch ideologische Propaganda zu vermitteln ans Publikum. Die Grundierung bei diesen Filmen, die ist sehr offensichtlich, sodass ich tatsächlich glaube, die meisten dieser Stasi-Filme werden vom Publikum relativ leicht zu entschlüsseln gewesen sein. Also, dass sich dadurch wirklich das Bild der Staatssicherheit positiv bei der Bevölkerung verändert hat, da habe ich große Zweifel dran, ob das in dieser Form funktioniert hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Filmbeispiele, bei denen das wesentlich subtiler oder gar in einem anderen Genre versteckt passiert ist. Im Kinderfilm zum Beispiel, bei Das geheimnisvolle Wrack, wo auch ausländische Agenten eine Rolle spielen und ein sehr hohes Lied auf die Volkspolizei und die Grenzorgane gesungen wird. Oder im romantischen Drama, im Melodram bei Septemberliebe von Kurt Metzig, der ist in meinen Augen eigentlich viel perfider als Film, als diese offenkundigen Agentengeschichten, bei denen ja klar ist, dass es um eine Schwarz-Weiß-Situation geht. Septemberliebe ist ein gezielter Aufruf eigentlich in die Bevölkerung gewesen zum Verrat, zur Aufmerksamkeit gegenüber eigenen Familienangehörigen. Und wenn die auf falschen Bahnen unterwegs sind, gar mit einer Flucht in den Westen liebäugeln, dann soll man sie denunzieren bei der Staatssicherheit. Das ist eigentlich die Geschichte, die dieser Film im Rahmen so einer Liebesgeschichte erzählt. Also da wird das Agentengenre sozusagen geweitet in einen Bereich hinein, wo eigentlich andere Genre dann mit bedient worden sind und wo die Propaganda-Aspekte nochmal eine ganz andere Rolle gespielt haben. Ansonsten fällt natürlich auf, dass im Zug von Four Eyes Only die DEFA versucht, weitere Agentengeschichten zu erzählen, die, wie ich finde, auch ästhetisch anspruchsvoller gestaltet sind als die der 50er Jahre. Schwarzer Samt lebt von den ganz starken Schwarz-Weiß-Kontrasten, aber auch Rendezvous mit Unbekannt, der nur in einem Zug spielt, also seine räumliche Begrenzung vornimmt. Aber die Versuche sind nicht mehr so erfolgreich beim Publikum wie Four Eyes Only. Und deswegen wechselt das Genre. Es hört auf bei der DEFA, es wird nicht mehr so stark bedient, es wird nicht mehr so stark nachgefragt, weil die Staatssicherheit einfach auch darauf baut, dass man im Fernsehen ein viel, viel größeres Publikum erreichen kann. Ralf hat es gesagt, das Genre wird an das Fernsehen abgetreten. Mit großen Serien wird es dort fortgesetzt. Es ist wieder Janosch Weitschi zum Beispiel, der eine elfteilige Serie über die Frühzeit des MFS macht. Aber es ist dann natürlich vor allem in den 70er Jahren das unsichtbare Visier mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle, wo dieses Genre tatsächlich seinen Höhepunkt erreicht. Ich habe das Intro dabei, weil da auch die Nähe zu James Bond so schön ersichtlich ist und weil ich einfach auch finde, dass da diese gesamten Genre-Elemente so schön hineingepasst worden sind in den Anfang der Serie. In den 70er Jahren richtige Straßenfeger im DDR-Fernsehen gab, dann zählt das unsichtbare Visier sicherlich ganz vorne mit dazu. Die mehrteiligen Episoden der Serie wurden immer so präsentiert, dass sie an Ostern und an Weihnachten ausgestrahlt worden sind, mit einer ganz hohen Publikumsreichweite. Die Prominenz von Armin Müller-Stahl hat natürlich dazu beigetragen, aber auch die Aufwendigkeit, mit der die Serie produziert worden ist, die exotischen Schauplätze, die integriert wurden. Auch da übrigens sind wir sehr im Genre-Grenzbereich. Das ist nicht nur eine reine Spionage- und Agentengeschichte. Da fließen ganz, ganz stark Elemente des Abenteuerfilms mit ein in die Serie, die sie eben auch so beliebt und so nachhaltig beim Publikum
gemacht haben. Als Armin Müller-Stahl ausgestiegen ist wegen der politischen Probleme rund um seine Person, als er sich entschieden hat, in der Serie nicht mehr mitzuwirken, hat man relativ schnell gemerkt, wie stark das auf seine Person zugeschnitten war. Denn das Agententeam, das danach eingesetzt worden ist an seiner Stelle, um das unsichtbare Visier fortzusetzen, hatte die Schlagfertigkeit und die Durchschlagskraft beim Fernsehpublikum in der DDR tatsächlich nicht mehr. Die Serie ist dann auch relativ schnell ausgelaufen mit Versuchen, die es noch gab, dort wieder drauf zu satteln, die aber tatsächlich dann nicht mehr so erfolgreich gewesen sind. Ja, warum das Fernsehen eigentlich, warum nicht mehr das Kino? Also die Reichweite hatte ich natürlich schon angesprochen. Auf der anderen Seite hängt das auch mit den ideologischen Verankerungen von Fernsehen und Film in der DDR zusammen. Das Fernsehen war direkt unterstellt der Abteilung Agitation und Propaganda. Dort war ein viel stärkerer Zugriff möglich, noch stärkerer Zugriff möglich als bei der DEFA. Und auch für die Stadtsicherheit war es lange Zeit einfacher, in der Kooperation mit dem Fernsehen die eigenen Ziele durchzusetzen. Das ändert sich dann auch im Verlauf der 80er Jahre, interessanterweise, wo dann selbst das Fernsehen sich dagegen verwahrt, ständig neue Aufträge von der Stadtsicherheit umzusetzen für neue Filme oder neue Serien, die im Rahmen des DDR-Fernsehens ausgestrahlt werden sollten. Was passiert mit dem Genre bei der DEFA ab Ende der 60er Jahre? Es gibt schon noch interessante Versuche, das weiter aufzugreifen. Allerdings sind das eher so gespiegelte Versuche, würde ich das mal nennen. Sowas wie 12 Uhr mittags kommt der Boss, ein Kriminalfilm, in dem sehr, 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 sehr viele Spionagemethoden eingesetzt werden. Abhörmaßnahmen, angezapfte Telefone, eine aufwendige Metallanalyse. Also alles, was die Kripo dort einsetzt, klingt verdächtig nach Geheimdienst, nach geheimdienstlichen Methoden, bei denen ich mir auch sicher bin, dass so mancher DDR-Bürger durchaus in der Lage war, das zu dekodieren und das auch zu lesen, dass diese Spiegelung von Geheimdiensttätigkeit, die dort natürlich nur zur Abwehr von Feinden aus dem Ausland eingesetzt wird, im Zweifelsfall natürlich auch sehr wohl gegen die DDR-Bevölkerung hätte eingesetzt werden können. Das ist klar, dass so etwas im Rahmen der Spionage- und Agentenfilme nicht thematisiert werden konnte. Das blieb ein Genre, was sich sehr, sehr weitgehend auf den Auslandseinsatz und auf die Kundschaft der Figuren und deren Einsatz im Ausland beschränkt hat. Die Stadtsicherheit hatte natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass in irgendeiner Art und Weise Überwachungsmethoden innerhalb der DDR-Bevölkerung in Filmen thematisiert werden sollten. Und vielleicht noch ein Ausläufer zum Schluss zu den Grenzen, die das Genre bei der DEFA hatte. Es gab auch Filme, die das dann weiter historisch verortet haben. KLK und PTX über die Rote Kapelle, wo wir auch wieder die Ausläufer haben mit den Agentenfiguren, die ihre Vorläufer sozusagen in der antifaschistischen Widerstandsbewegung finden. Auch dort tauchen Spionagemethoden auf. Aber sehr spannend ist chiffriert an Chefausfall Nummer 5 von 1979 von Helmut Juba, der nun auch gar kein Krimi- oder Agentenregisseur war, sondern viel, viel erfolgreicher im Kinder- und Jugendfilm und dort auch viel eindringliche, bessere Filme gemacht hat als chiffriert an Chef, der vielleicht ästhetisch nicht unbedingt ein Meisterwerk ist, den ich aber unter inhaltlichen Gesichtspunkten trotzdem sehr interessant finde, weil er tatsächlich der einzige Versuch ist, etwas Ambivalenz in diese Kundschaft der Figuren hineinzutragen. Es gibt einen jungen Agenten, der von der CIA angesprochen wird bei einem Aufenthalt in West-Berlin und der dann im Verlauf des Films als Doppelagent tätig ist. Also er kommt zurück in den Osten, erzählt der Staatssicherheit von seinem Kontakt bei der CIA und die Staatssicherheit bittet ihn, den Kontakt zur CIA aufrecht zu erhalten. Und man merkt den ganzen Film an, dass er sich sehr, sehr, sehr viel stärker für die Psychologie so einer Agentenfigur interessiert, dass es gar nicht so sehr um eine effektvolle Inszenierung geht, sondern tatsächlich um das Ausloten einer Persönlichkeit, die in so einer Mächtelage feststeckt zwischen Ost und West und dort den Auftrag der Staatssicherheit erfüllen soll, sozusagen den Leuten der USA, der CIA, falsche Informationen unterzubringen im Hinblick auf den Mauerbau, der wiederum wieder kurz bevorsteht. Zwei Szenen würde ich zum Schluss gerne noch aus dem Film zeigen, die diese Ambivalenz unterstreichen, die in dem Film drin steckt. Das ist hier zum Anfang eine Szene, wo der Doppelagent mit seiner Frau zusammen im Gespräch ist und sie zum ersten Mal tatsächlich nachfragt zu seiner Tätigkeit. Er hat das auch lange vor ihr geheim gehalten, dann offenbart er sich und dann gibt es ein Gespräch zwischen den beiden. Du Wolf. Was hast du dir gedacht damals? Ich meine, als du ja gesagt hast.
Gar nichts, habe ich gedacht. Ich hatte zu viel auf dem Kartholz. So einfach ist das, verstehst du? Und später? Später kam das, was man Vertrauen nennt. Und manchmal kam die Angst. Auch um dich. Im Rahmen der gesamten Handlung. Aber er sagt tatsächlich, ich hatte zu viel auf dem Kerbholz. Mit anderen Worten, ich bin erpressbar gewesen. Der hat nicht aus politischer Überzeugung sich auf die Arbeit mit der Staatssicherheit eingelassen, sondern weil er erpressbar geworden ist. Und er hat aus Angst gehandelt, nicht aus politischer Überzeugung. Wenn man das weiter denkt, was in dieser Figur eigentlich angelegt ist, was hier nur bruchstückartig mal ganz kurz so aufflackert, dann ahnt man, welches Potenzial eigentlich in so einer Geschichte auch hätte drin sein können, um die Ambivalenz so einer Agentenfigur noch viel stärker herauszuarbeiten. Und das ist auch spannend im Hinblick auf die Darstellung der Amerikaner im Film, die nicht mehr so klischeehaft, nicht mehr so schwarz-weiß-malerisch dargestellt werden, auf der verantwortlichen Ebene tatsächlich schon, aber sein direkter Kontaktmann bei der CIA, der wird auch wesentlich menschlicher gezeichnet, als in den früheren Spionagefilmen der DEFA üblich gewesen ist. Ich habe auch da eine kurze Szene, wie die beiden sich treffen in West-Berlin im Olympiastadion. Warum die lange Funkstille, Doktor? Ich wollte Sie unbedingt sprechen. War der Briefträger pünktlich? Sonntag nach Vollmond. Sehen Sie sich um, ob mir jemand im Nacken sitzt. Nichts. Der Treff geht allein auf meine Rechnung. Wir sind hier privat. Warum riskieren Sie das? Ich will Sie warnen, Wolf. In Bonn existiert ein genau abgestimmter Stufenplan zur Reprivatisierung der Staatsbetriebe in der Sowjetzone. Was dem vorausgehen muss, ist Ihnen doch klar. Der Plan ist nicht neu. In dieser Genauigkeit schon. Man erwägt eine baldige Veröffentlichung. Bonn wird Ihnen die Wirtschaftsverträge kündigen. Warum sagen Sie mir das? Es ist ein großer Wahnsinn in der Welt. Sie haben den falschen Beruf, könnte man meinen. Konfliktherde sind nur zu paralysieren, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Ich glaube an die Macht der geheimen Information. Mich bestürzt nur, wenn man sie missbraucht, um immer wieder neue Konflikte zu schüren. Ich will Nachrichten sammeln, keine Leichen. Auch in einer Form ein Dialog, den es mit Sicherheit in den 50er oder 60er Jahren in einem Agentenfilm der DEFA so nicht gegeben hätte. Der Versuch sozusagen, die Ambivalenz auch auf amerikanischer Seite zu zeigen, wo wir natürlich eindeutig einen Spiegel der Entspannungspolitik in den 70er Jahren sehen können. Denn der Film wurde einfach zu einem anderen Zeitpunkt produziert. Die internationale Gemengelage hatte sich verändert. Zumindest vorsichtige Anzeichen dafür sind da. Und man ahnt, finde ich, was für ein Aufbruch das eigentlich hätte sein können für eine neue Art von Spionage- und Agentenfilm bei der DEFA. Nämlich Filme, die die Ambivalenz sowohl auf der westlichen als auch auf der östlichen Seite möglich gemacht hätten. Das, was im westlichen Spionagefilm zum Beispiel schon in den 60er Jahren passiert, dass Geheimdienstarbeit eigentlich als ein per se kompliziertes, moralisch schwieriges, verkommenes Geschäft gezeichnet wird, dass man Osten und Westen eigentlich kaum noch voneinander unterscheiden kann, was die Methoden angeht. Das ist ein Stück weit hier angelegt, allerdings ist das bei der DEFA dann nicht umgesetzt worden. Es gab keine weiteren Spionage- und Agentenfilme mehr im großen Stil. Sonjas Rapport kommt noch, der wiederum in die historische Perspektive zurückreicht, die Geschichte einer Kundschafterin vor 1945 erzählt. Und die spannende Frage ist natürlich, warum? Warum ist das Genre dann zum Stillstand gekommen? Lag es wirklich an den politischen Umständen? Lag es daran, dass man diese Ambivalenz nicht zulassen konnte oder wollte? Lag es auch daran, dass das Krisengeschehen im Land einfach viel, viel größer war als die ausländischen Konflikte, mit denen man es zu tun hatte bislang in den Filmen, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich schwer zu schildern gewesen wären, vor dem Hintergrund von Agenten und Spionagen im eigenen Machthorizont?
Oder lag es auch daran, dass es diese Ideen oder die Ambitionen von Seiten der Regisseurinnen und Regisseure nicht mehr gegeben hat, weiterzuarbeiten an diesem Genre? Auffällig ist eben, dass wir es im Fernsehen, da gibt es noch so ein paar Schlaglichter in den 80er Jahren, aber ansonsten ist das Genre eigentlich für die DEFA in den 80er Jahren völlig uninteressant gewesen. Es gab keine Versuche mehr, dort weiter dran zu arbeiten. Das Potenzial wäre sicherlich durchaus da gewesen, aber es scheiterte letzten Endes in meinen Augen auch daran, dass man sich aus dieser politischen Konstellation, aus der Ideologie nicht vollständig befreien konnte, denn es blieb immer bei dieser Rechtfertigungsstrategie, dass die Filme versucht haben zu erzählen, dass man diesen schlagfertigen Auslandsgeheimdienst braucht, um die DDR von Gefahren von außen zu schützen. Und das hätte man abwerfen müssen, um zu einer anderen Erzählung von Spionage- und Agentengeschichten zu kommen. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Also vielen Dank erstmal, Andreas, für diesen interessanten Einblick. Gibt es Fragen von Ihnen an Herrn Kötzing? Wir haben auch ein Saalmikro. Ich würde Sie auch bitten, ins Mikro zu sprechen, da wir ja Leute haben, die online mithören, und dann ist es für Sie mitzuhören. Hallo, Maciej Bibliński. Ich wollte zwei Fragen stellen. Sie haben den Begriff Spionage- und Agentenfilme benutzt. Mich würde interessieren, ob Sie wissen, wie damals diese Filme bezeichnet wurden in der DEFA, in der Dokumentation von den Filmen und von den Kritikern. Und häufig ist es so, dass diese Filme anders diskursiv verankert in den in dem Produktionsprozess. Und wir benutzen häufig andere Labels als die, die damals benutzt wurden. Und meine zweite Frage wäre, Sie haben vom Erfolg des Films For Eyes Only gesprochen. Wissen Sie, wie viele Zuschauer eigentlich der Film hatte? Und wie erfolgreich war der im Vergleich zu anderen Filmen aus der Zeit? Also der Begriff Spionagefilm ist tatsächlich auch verwendet worden, auch im DDR-Kontext, aber es wurde tatsächlich häufiger von Kundschafterfilmen gesprochen. Also die Definition über den Kundschafter als eine eigenständige Heldenfigur, die ich versucht habe, ja auch im Vortrag zu beschreiben, hat sich auch in den Diskurs sozusagen mit hineingeschrieben, dass von Kundschafterfilmen oder von Kundschafterserien tatsächlich die Regel war, geredet wurde. Aber das heißt nicht, dass die Begriffe wie Agentenfilm oder Spionage, Kriminalgeschichten, dass so etwas nicht verwendet worden wäre im Sprachgestus der Kritiker. Das findet man auch über die komplette Zeit hinweg. Der Kundschafter taucht als eigenständige Figur und ich würde ihn als eine Art eigenständiges Subgenre tatsächlich beschreiben, weil das ja auch eine Figur ist, die wir so auf westlicher Seite im Rahmen des Genres nicht kennen. Und der Erfolg von For Eyes Only, der war sehr markant. Der Film hatte innerhalb von 2 bis 3 Monaten schon über 1,5 Millionen Zuschauer, was damals für die DEFA viel war, weil wir eben dann schon zu einer Zeit sind, als das Fernsehen natürlich als Konkurrenzmedium sehr, sehr stark gewesen ist. Also weil ich vorhin Razzia mit 8 Millionen erwähnt habe, das haben auch Filme danach nur noch schwer erreichen können, solche hohen Zuschauerzahlen, weil natürlich einfach generell viel weniger Leute ins Kino gegangen sind. Aber der Erfolg von For Eyes Only, der bleibt auch anhaltend, weil der Film im Abstand von gewisser Zeit immer mal wieder eingesetzt wird im Kino. Also Alfred Müller tourt sogar eine ganze Weile mit diesem Film. Der musste immer wieder auftreten. Manchmal hatte man das Gefühl, er erzählt die Geschichten des Films auch schon ein bisschen mit, als hätte er sie selbst erlebt, als wäre er selbst irgendwie so ein bisschen mit denen verwachsen, der Figur. Da gab es ja auch tatsächlich einen sehr komplexen historischen Hintergrund, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin. Aber das ist zu so einem Aushängeschild für die DEFA geworden, der danach dann auch bei DEFA-Retrospektiven zu Jahrestagen immer wieder eingesetzt wurde, der Film. Interessanterweise auch zu Schulungszwecken. Also auch die Staatssicherheit hat den Film sehr gern jüngeren Kollegen, Auszubildenden in den eigenen Reihen gezeigt, weil man dieses Idealbild des Kundschafters einfand und glaubte, das auf diesen Weg auch vermitteln zu können. Dort hinten, erst Herr Grisko hatte noch eine Frage. Im Zusammenhang mit dem unsichtbaren Visier hat man auch von dem politischen Abenteuerfilm gesprochen. Das vielleicht noch als Ergänzung in den damaligen Kritiken. Meine Frage richtet sich auf den Wandel des Bildes des Westens. Denn das, was mit dem Kundschafterfilm ja eng verbunden ist, ist
die Diskursivierung oder das Bild des Westens. Einmal die Frage, wie ist man mit Schauplätzen im Westen in den Kundschafterfilmen bzw. in den Spionagefilmen umgegangen, die ja dann irgendwann auch nicht mehr so einfach erreichbar waren? Und gibt es so etwas wie einen beobachtbaren Wandel anhand entlang von politischen Stationen wie dem Mauerbild, der Entspannungspolitik, den deutsch-deutschen Verträgen, der sich auch in diesen Kundschafterfilmen niederschlägt oder ausmachen ließe? Innerhalb dieser Perspektive? Ja. Nee, tatsächlich, das, also um gleich beim letzten einzusteigen, das tatsächlich nicht, weil diese Filme, je weiter der Entstehungszeitpunkt nach hinten rückt, sie trotzdem immer in dieser historischen Perspektive verortet bleiben. Also die rücken nicht weg von dem historischen Zeitfenster, weil man das braucht als Erklärhintergrund für die Problemlage, mit der man es zu tun hat. Beim unsichtbaren Visier ist es ein bisschen anders, aber auch da haben wir ja die Grundierung, dass es zurückreicht bis in die Zeit vor 1945, aus der Gefangenschaft heraus in die DDR gegangen, der Agent, der dann sozusagen seinen Anfang nimmt beim Ministerium für Staatssicherheit und der Westen als Verlängerung mit den Altnazis gezeigt wird. Übrigens interessanterweise, weil ich das vorhin gar nicht erwähnt habe, das ist sehr, sehr markant, das gibt es nämlich auch auf westlicher Seite in den westlichen Agentenfilmen, da sind es dann immer wiederum die Ostdeutschen, die Stasi-Leute, die wie SS-Schergen dargestellt werden. Der Gromek zum Beispiel bei Alfred Hitchcock, der sieht aus, als wäre er irgendwie von der Gestapo. Ne? Also diese Zuweisung NS-Vergangenheit gleich Feind, den haben wir auf der westlichen Seite in vielen Spionagefilmen auch. Ja, wie wandelt sich das Bild des Westens? Also vom Klischeebild, vom verzerrten Klischeebild wird es deutlich ambivalenter in den 70er Jahren mit den Schwierigkeiten, die das eben auch mit sich bringt. Also je leuchtender der Westen wird und je mehr man sich traut, sich auch zu öffnen, was diese Horizonte angeht, das kann man ja beim unsichtbaren Visier ganz gut studieren, desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass man die Aufmerksamkeit des Publikums in diese Richtung lenkt. Das spielt auf einmal in Norwegen, das spielt in Südamerika, in Südafrika ist eine Folge angesiedelt. Und die Möglichkeiten zu drehen im Ausland waren natürlich begrenzt. Es gab es ja tatsächlich, dass auch im Ausland gedreht wurde, aber zum Teil hat man eben auch versucht, in der DDR das nachzustellen. Aber da kommt ja trotzdem so eine gewisse Exotik mit rein. Politischer Abenteuerfilm trifft es eigentlich ganz gut, ne? Weil eben auch der Westen dort als ein größeres Abenteuer dargestellt wird, als größerer Raum erfahrbar wird für das Publikum in der DDR. Mit den Ambivalenzen, die tatsächlich dazugehören. Aber ich glaube, so ganz rausgekommen ist man aus diesen Klischeebildern natürlich trotzdem nicht. Also im unsichtbaren Visier bleiben das alles Alt-Nazis, mit denen man zu tun hat, egal ob die Amerikaner noch eine Verbindung zu den Nazis haben oder ob es gleiche Netzwerke von ehemaligen Nazi-Funktionären sind. Und selbst hier bei Auswahl Nummer 5, chiffriert ein Chef, bleibt das Bild des Westens auch recht karg. Also es ist dann sofort wieder immer sehr dekadent, überheblich, so wie das Wahrleben dort dargestellt wird, oder es ist total vereinsamt und karg, wie bei dieser Szene zum Beispiel auch im Olympiastadion, die ich auch von der ästhetischen Gestaltung her ziemlich prägnant finde, weil wir haben da eine zwei Agenten, die sind komplett isoliert, ne? Also für sich in so einem großen Areal, in so einem großen Raum werden sie dort gezeigt, losgelöst von der Umgebung. Also da funktioniert dann auch sehr viel tatsächlich über die Bildsprache. Philipp hatte eine Frage, Philipp Stasny. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Ich sag's nur, weil wir am Anfang ein bisschen länger gemacht haben. Erstmal Philipp, noch mit einer Frage. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage, die vielleicht auch für andere Vorträge eine Rolle spielt. Wir betrachten ja im Augenblick quasi die DEFA-Produktion aus der DEFA-Sicht, aus der Produktionssicht und nicht so sehr aus der Sicht beispielsweise der Kinonachfrage. Also könnte es sein, dass bestimmte Genres, wenn es uns heute so auffällt, als gäbe es dann bei der DEFA vielleicht so einen Knick oder dass sie vergessen werden, könnte es sein, dass sie durch andere ausländische Produktionen, die im Verleih sind in der DDR, quasi aufgefangen werden, ob das jetzt andere Filme aus dem Ostblock sind, die beispielsweise Spionagestoffe behandeln, oder aber auch, ob das jetzt Indianer, Western, Komödien sind. Ich frage das deshalb, weil ich als jemand, der im Westen sozialisiert bin, beim Blick auf die Kinoprogramme doch sehr überrascht bin und war,
wie populär beispielsweise Louis de Funès war und bei diesen Sommerfilmtagen ein erheblicher Teil der populären Filme eben Westproduktionen waren, weil sie eben die Quote bzw. den Plan damit erfüllen konnten. Und wenn man mit Kinobetreibern spricht, die eiern immer so rum. Einerseits müssen sie die Quote an DEFA-Filmen und Ostblock-Filmen erfüllen und gleichzeitig müssen sie einen Plan erfüllen, also eine bestimmte Zuschauerzahl ins Kino zu holen, sonst gibt es keine Prämien. Also könnte es da vielleicht auch Erklärungen dafür geben, warum dann die DEFA davon absieht, Filme dazu zu machen? Ja, wobei ich glaube, dass man eher grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem, in dem konkreten Fall Schwierigkeiten mit dem Genre hatte. Bei anderen Unterhaltungsfilmen zum Beispiel ist es sicherlich ganz anders gewesen. Da fällt ja auch auf in den 80er Jahren auf, wie groß und wie stark die Anzahl von westlichen Unterhaltungsfilmen ist, die eingekauft worden sind, auch für die DDR-Kinos. Wo man selbst im Indianer-Filmbereich auf einmal angefangen hat, die Karl-May-Filme zum Beispiel anzukaufen und in den DDR-Kinos zu zeigen. Bei den Agenten- und Kundschafterfilmen habe ich ja gesagt, dass die westlichen Filme aus naheliegenden Gründen fast alle ausschieden, weil die eben ein anderes Feindbild transportiert. Und da gab es ganz wenige nur, die in Frage kamen, wenn es sich um kommunistische Figuren handelte, aus Frankreich zum Beispiel. Aber ansonsten hat man da natürlich vor allem die Produktion auch aufgefüllt mit Spionage- und Agentenfilmen aus den osteuropäischen Ländern, wo es zum Teil eine sehr starke Produktion gab. Die Filme, die, ich bin da jetzt nicht im Detail weiter drauf eingegangen, aber wo zum Teil auch die Genreaspekte noch stärker ausgeprägt gewesen sind als bei den DEFA-Spionagegeschichten. Also die sich noch stärker auf die Aspekte des Genres eingelassen haben und die beim DDR-Publikum nach allem, was ich weiß, auch sehr beliebt waren und große Zuschauerzahlen hatten. Also da gab es eine ganze Menge an Spionagefilmen aus Polen, aus Bulgarien, aus Ungarn, die gezeigt worden sind in den DDR-Kinos und die auch einen großen Publikumszuspruch hatten, weil das natürlich tatsächlich schon sehr stark auch über Nachfrage sich definiert hat. Man merkt ja an den Filmen, dass ein Wissen um das westliche Genre durchaus vorhanden gewesen ist. Und das wäre ja auch völlig irrsinnig anzunehmen, dass die DDR-Bürger das nicht mitbekommen hätten, was dieses Genre ausmacht und was die Faszination dieses Genre ausmacht. Und die DEFA steht dann eben tatsächlich vor dem Problem, das mit der eigenen Erzählung auffüllen zu müssen. Und das wird natürlich auch deswegen schwieriger in den 70er, 80er Jahren, weil dann natürlich das Westfernsehen viel, viel stärker rezipiert worden ist und das natürlich auch ein offenes Geheimnis war, dass man dort Filme gesehen hat, gelesen hat, wahrgenommen hat, die in den DDR-Kinos so nicht zu sehen waren. Wir haben 2 Stunden Mittagspause eingeplant. Wie Sie wissen, wir werden natürlich alle weiterreden, auch in den Pausen. Ich würde trotzdem gerne, auch wenn die Zeit knapp ist, Evelyn Hampicke noch eine Frage stellen. Ich bitte um kurze Frage, kurze Antwort möglichst. Bitte das Mikro nehmen, damit unsere Leute online mithören können. Hallo? Ja. Im Polizeiruf in der DDR gab es die Sigrid Göhler als Vorzeigefrau. Gab es arbeitende Frauen auch in den DDR-Spionagefilmen oder waren die nur Dekoration oder zu Hause liebende Ehefrauen, die auf den Mann gewartet haben? Welche Rolle kam denen zu? Das würde ich gerne wissen. Also es war schon ein sehr, sehr stark männlich konnotiertes Genre, keine Frage, aber die Frauenfiguren gab es und die waren auch nicht nur Staffage. Also Alfred Müller zum Beispiel hat eine Co-Agentin dort in Wiesbaden, die ihm auch hilft und die ihm unterstützend zur Seite steht bei dem Auftrag, den er dort erfüllen soll, als er versucht, diese Akten dort zu erobern. Und in dem Team, was nachher das unsichtbare Visier fortsetzt, ist auch eine Frau mit dabei gewesen als Agentenfigur, als Kundschafterin. Also das waren zaghafte, vorsichtige Versuche. Sonjas Report habe ich schon erwähnt, wo auch meine Kundschafterin in den Mittelpunkt gerückt wird. Ändert sicherlich nichts daran, dass das ein sehr, sehr stark männlich konnotiertes Genre trotz allem geblieben ist. Aber die Versuche waren da. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hätte auch viele Fragen noch. Mich hätte zum Beispiel die Aktenlage interessiert in Fragen, dass die Stasi sich eingemischt hat und bis zu welchem Punkt, weil diese Schlussausschnitte, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Helmut Schuber-Film, dass das möglich war, weil das ja keine Werbung für die Staatssicherheit, wenn jemand sagt, ich hatte so viel auf dem Kerbholz. Das hätte mich nochmal genau interessiert, aber lass uns einfach nachher weitersprechen.